keine Ahnung, wovon Sie reden. Die Sachen da sind nicht von mir. Dennoch vermochte Kommissar Held, Sie in Ihrer Wohnung sicherzustellen. Sie befanden sich auf Ihrem Couchtisch. Sie haben diese Dinge auf betrügerische Art und Weise erworben, wie die forensische Untersuchung Ihres Computers ganz unzweideutig zutage fördern wird. An meinen Computer kann jeder in der Familie ran. Auch Adrian? Oh, bitte. Sie wollen jetzt nicht allen Ernstes Ihre Verbrechen auf Ihren Stiefsohn abwälzen. Na, Jungs, fahren doch voll ab auf diesen Elektronikkram. Wissen Sie, was mir nicht recht einleuchten will? Nein. Was? Dass Sie derjenige mit einer Smartwatch am Handgelenk sind, während Adrian nicht einmal ein anständiges Paar Schuhe besitzt. Ja, was weiß ich, was der Junge mit dem Kram macht. Oder was er den ganzen Tag treibt. Wesentlich interessanter ist ja auch, was Sie so treiben. Dankenswerterweise wissen wir das durch Ihre Frau mittlerweile sehr gut. Danke Ihnen, Herr Schlosser. Vielen Dank. Meine Frau? Hören Sie, Nina hat ein Drogenproblem. Ihr Leugnen wird sich lediglich negativ auf Ihr Strafmaß auswirken.